So, dann machen wir mal weiter mit interessanten Spielen. Dieses hier. Victor Verwan Overkill Edition. Wenn es schon einen Zusatz zu dem Game gibt mit Overkill Edition, dann ist es schon was sehr Interessantes. Wo ist denn jetzt das Game? Da. Sie ist so versteckt hier drin. Und Ton haben wir auch. Und wir gucken das mal ganz kurz hier an. Ja. Ich drück einfach mal Play und starte mal. Zagoravia, the fallen city, the land of no return, where darkness won and we demon hunters lost. 1 year ago, a plea for help summoned hunters to Zagoravia. Many answered the call. No one returned. I thought Adrian dead. Until a raven delivered his message. He too summoned me to Zagoravia. He saw what I seek. Adrian is a friend. One of the precious few I have. And the only man who knows of my past. Of the pact I made. And the demon powers I wield. This cursed city, I will face to find my friend. Okay, wir können uns bewegen mit WASD. Ist es, glaube ich, nichts Schweres gewesen. War ja klar, dass das so ist. So. The city is eerily quiet. Not a human soul in sight. Hallo? Ah. Rückwärtig. Okay. Hallo? Geht doch. Okay. Okay. Natürlich schon ein bisschen komisch, ne? Dass der rückwärtig schlägt, ne? Achso, mein Mauspointer war unten. Ah, okay, gut. Das erklärt's. Monsters have claimed the streets. Dim light shine through the dusty windows. I wonder what horrors hide behind them. Das erklärt's auch gerade, warum ich nach hinten schlage, ne? Wenn meine Maus auch hinten ist. Ja. Hallo. Tod. I sense something hidden. Something far more sinister than the monsters. Something faint. Like a whisper in the back of my mind. Okay. Ah, der Assassinsprung so ungefähr, ne? Na komm. So.
Kürbiszeit ist vorbei, Anna. Ne? Wir können die jetzt hier, ne? Teilen, oder? Hello. Who goes there? Hello? Hello? Can you hear me? A voice in my head? What else? If you can hear me, jump now. Good boy. Now roll over. Just kidding. Look, Hunter, a treasure chest up there on the balcony. Come on, go get it. You can use the exercise. So. I love these boxes. You never know what you're going to get. So exciting. The shotgun? Okay. Okay. Yeah, okay. Und auf der Map haben wir die Challenges. Hier haben wir einen Checkpoint. Dahin müssen wir. Dahin sollen wir später. Also, ich muss ja eins sagen, ne? Spinnen sind nicht so schön, ne? Sind nicht so schön. Hier sind immer noch mehr. Fallen Keep, okay, wir gehen da rein. So, viele, viele Spinnenweben. I know this place. You're getting closer. Come on, open that door. Oh, watch out, Hunter. Those dummies look tough. They outnumber you. You should consider retreating. Look at those dummies with their red eyes and long noses. They're laughing at your feeble attacks. Yeah, okay. Wait, are you still fighting the dummies? Come on, put your back into it. Hit harder. Maybe I should stop wasting my time on you, Hunter, and make friends with the dummies instead. So? Sind jetzt gerade nicht, Entschuldigung, aber. Oh, a demon power. Where did you learn to do that? Okay. Anyway, come. Meet me in the next room. I'm trapped in that box. Come on. Wait, it. That's not me. Oh well, I must be in another dungeon. Okay, einfach mal so ein bisschen
Ne? Equip ist Shotgun. Nee, das können wir doch gerne mal machen. Shotgun equippen. Wie ist das gemacht? Jetzt. Okay. Gut. Sonst schießen wir halt jetzt eine Runde rum, ne? Schauen wir mal, was das so bringt. I sense something shiny nearby. Let me give you a hint. It's bigger than a spider, but it is also full of treasure. And it is sitting on top, looking down at you. Ist ja gar nicht so mein Fall, ne? Thema Spinnen, das ist nicht meins. Gar nicht. Yes, you found it. Good boy. What did you get? Something shiny. Wer weiß. Gehe ich mal jetzt hier lang? There's something about that voice. Something I can't quite place. I've fought and slain many monsters in my line of work. The ones that talk are always the worst. Okay, gegen die ist natürlich sowas schon mal ein bisschen besser, eine Waffe. Ihr könnt jetzt ein Outfit aussuchen. Der Hunter, der Cavalier oder der... Ach, nehmen wir den. There are survivors after all this time. Castle Zagora still stands, a refuge from the horrors outside. Oh, great. Another hunter comes to save the day. Maybe we stand a chance against the countless hordes now. Or maybe you'll just die like all the others. My name is Victor Vran. And I didn't expect this kind of warm welcome in Zagoravia. I'm looking for a friend. I won't stay a minute longer after I find him. Listen, Vran. I don't care. Just one rule. Don't promise the impossible to Her Majesty. Every day I endeavor to convince her to give up hope of saving this city. And with you around, she will become even more determined to stay and die in this cursed castle. If this happens, I will hold you personally responsible. You hear me? Okay. Nicht sehr nett, aber okay. Praise heavens. God has answered our prayers in this hour of need and sent you here. I am Casimir, servant of his will and patriarch of Zagoravia. You bring hope to my people, and hope is what we need. In these dark hours. My... Oh, Entschuldigung. Ich hab ein bisschen zu früh gedrückt. Passiert. Welcome to Zagoravia, Hunter. Thank you for answering our summons and bringing your sword to our cause. Soon we will push back the enemy. If you hurry, you will be rewarded. Your Majesty, I would gladly see you to safety. It is not safety that we want. We are going to win this war and free my kingdom from the demons. No further help is coming, Your Majesty. What brought me here is the fate of a fellow hunter by the name of Adrian. You may believe no help is coming and have given up, but we stand strong.
But if it is your friend you seek, you must go south, to the royal gardens. Thank you, Your Majesty. The Queen is strong-willed. It must be how she got this far, but it changes nothing. The city is overrun. So, ich soll die Map öffnen und zu den Royal Gardens gehen. Hier. Dann gehen wir da rein und dann heißt es jetzt, wir metzeln. I'm back. Did you miss me? Alles hier. I know you missed me. Metzeln jetzt hier mal alles, was ich hier. Now that I think about it, we weren't properly introduced. You can call me Voice. I'm currently without a body. So, this seems to fit. Das sind ekelhafte Dinger, ne? Aber richtig. Now, what should I call you? John? No, you don't look like a John. Victor? Well, that's just stupid. Gennady? No, that doesn't suit you either. I know, I'll call you Vicky. Yes, that seems to fit perfectly. Zu viel, ne? Was da kommt? Okay, das ist schon mal tot. Ja, gemein, die Dinger hier. Okay. Aber ist ja nicht so, dass das schon alles war, ne? Es geht ja noch weiter. Schade. Wäre ja zu easy gewesen, ne? Ah!
kurz in den Inventar gehen? Ja. Ich equippe jetzt mal den Hammer. Das ist doch vielleicht mal ein bisschen... bisschen besser. Ja, sonst habe ich ja nichts, was ich da einsetzen kann, aber das ist vielleicht ganz gut. Aua, aua, aua. Ah, oh Gott, nein, Hilfe, ah. Ah, Moment, ah. Look, Vicky, a maze. That looks fun. Let's go there. Okay, I am electricity. Nehme ich jetzt Schaden oder? Now, can you find your way out?
Also für alle die, die keine Spinnen mögen, ist das Spiel ganz scheiße. Denn es ist wirklich nicht schön. Denn alle her? Ah! Oh Gott, die große. Okay. Was ist denn L? Nee, ich drücke es jetzt nicht, weil das bestimmt irgendwas Besonderes ist. Also vielleicht sollte ich vielleicht hier nochmal hochgehen, was denn hier oben ist. Bislang habe ich mir ja nur unten angeschaut, ne? Geht's hier oben weiter, wie soll es auch unten weitergehen, ne? Ha 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 ha. Na, was ist das denn für einer? Ach so, ah okay. Damage. War nur ein Level up, was ich vergessen habe. Gebe ich noch Geld? Beziehungsweise Gold? Ja, kommt, kommt, put, 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 put. Oh. Was denn für ein Bummer?
So, ich gehe ganz fix ins Inventar. Ich glaube, da kam irgendwas gerade neu dazu. Nö. Nö. Doch hier. Ah. Okay. Das ist eine interessante Kombo. Schnell kaputt, dann kommt dann nichts mehr wieder. Die kleinen Dinger hier, die du plattwalzen kannst. Ach, gut, okay. Nur leider. Gibt's hier noch mehr davon? Vicky, this is such a fun place, full of ancient things, terrible things, things that go kaboom. It's a fun place. Too bad that you can't go inside. Perhaps when you're a little bit taller. Oh, ist das hier ein fun place? Du bist mir einer, ey, das ist ja... Ach, shit. Ich war doch gerade schon richtig. Hier ist ein Ausgang. Ah, nee. Ja, da ist ein Ausgang, aber noch nicht für mich. Suche ich das da unten noch ab? Hier mal runter, ne?
Hey, that's cheating. No jumping. What? Sorry, aber... Giftbox. Mehr Damage? Range Damage? Na, wir nehmen den Damage. Okay. Wir haben im Inventar eine neue Waffe bekommen. Na. Die bringt mir nicht sehr viel, ne? Bringt mir wirklich nicht viel. Rechts oder links? Keine Ahnung. Geh einfach mal hier rum. Ah nee, da waren wir schon. Ah, okay. Hier ist irgendwie noch jemand. Regenerieren. So vieles bekommen. Einen guten Hammer. Okay. Wieder eine scheiß Shotgun, ne? Die nur richtig bekackte Stats hat.
das Gold bei denen? Das frage ich mich gerade. Also ich glaube, die 3 war jetzt gerade ein bisschen zu überpowered, aber okay. Und da kamen wir, glaube ich. I sense something young and delicious up ahead. I'll go and introduce myself. Don't be jealous, Vicky. I'll be back. Okay. Heal point. Gerne. And here I thought I was the last living hunter in this damn city. Victor Vran, just arrived. Don't plan on staying long. That's what I said when I arrived a year ago. Yet, here I am, still killing demons and trying to make sense of what happened. Do you know a hunter by the name of Adrian? I've heard of him, but we never crossed paths. The only hunters I've seen recently lie lifeless. You could check the crypts. I haven't been down there for a while. But I wouldn't get my hopes up. There are demons everywhere. Thank you. I didn't catch your name. Because I didn't say it. My name is Irene. See you around, Victor Vran. Trying to make sense of what happened. She has another reason to stay here this long. I'm certain. Hey, jetzt warum sind wir wieder aufgestanden? Ich hab dich doch abgemeldet. Irene paints a bleak picture. Zagoravia is lost. So, hier ist auch irgendwo was. Schlimm, wenn die dann nochmal wieder so wieder aufwachen, ne? Hier kommen noch so ein paar angekrüppelt. So, einmal wieder ein neues Level. Ja, bitte. So. Neues Level ab der Waffe. Hat er nicht gerade 52? Ah, doch hier. Ah.
Damage 52. Das ist doch gut. So mögen wir das. So. Also hier unten soll ich rausgehen. Aber ich glaube, ich habe ja noch nicht alles hier fertig. Deswegen... In the dawn, and I kneel and blow till the seed of the fire flicker and glow. Okay, yeah. This spirit doesn't seem hostile, more like confused. Steh doch nicht immer wieder auf. Bleib doch mal liegen. Ist ja ganz schlimm mit dir, dass du immer wieder aufstehst, ne? Healing wäre ganz gut. Angeschlichen, tot. So soll das sein. Okay. Adrian is a skilled hunter, but can he survive this place? And why would he keep fighting for a lost cause? Oh, da kam was. Jetzt mal hier weiter. Scheiß abschütteln. Oh, das sieht da gar nicht gut aus. Nur was da kommt. Oder was da alles. Ja. Ah, nee. Ah. Weg, ne?
Hier steht bald gar nichts mehr. Wirklich gar nichts mehr. Hunter, one less sword on our side, one more life claimed by the Void. Rest in peace, brother. Schon wieder neues Level. Ich nehme jetzt den. Oh, was haben wir hier oben? Noch ein bisschen mehr Geld. Wir jetzt fertig. Locked. Is it to keep people out or to keep something in? Oh nee. Also da unten muss ich ja rein. Stimmt. Ach ja. Hier war ja was. Hier war noch ein anderer Weg. Wo ich rein soll. Nämlich hier. So. The smell hits you right away. Not the stale, dry smell of a tomb. No, this is another all too familiar smell. The smell of rotting flesh. Dead body. Ah, nee. Could that be Adrian?
Oh, der hält aber viel aus hier. Was ist mit dem los? Dass die zwei Leben haben, ne? Das ist ja... One of ours has fallen here, but it isn't Adrian. I will cleanse this tomb so you can rest in peace, brother. Bleib doch einfach liegen, komm doch gar nicht erst hoch. The death of a hunter is like the death of a brother or sister. We mourn and raise a toast to celebrate the deeds and lives of those we lose. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt hier so mal ein bisschen zu viel rumgeschossen und haben einfach mal so ein bisschen einen Blick in das Spiel reingeworfen. Victory Warren. Schaut es euch gerne an, wenn es euch interessiert. Also, wer auf Ballerspiele steht, sollte das eigentlich genau das Richtige sein. Ich guck mal kurz auf die Uhr, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und ich suche mal jetzt vielleicht gleich ein neues Spiel aus. Vielleicht ja auch was... ganz Neues. Wer weiß. In dem Sinne sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.